Hallo und herzlich willkommen zu Transport Viva 2. Folge 16 müssten wir jetzt sein. So, wir hatten aufgehört hier am Stahlhandel, beziehungsweise am Stahlproduktion. Ne, mit dem Güterbahnhof, den wir hier gebaut haben. Und den müssen wir jetzt natürlich auch versorgen. Drum brauchen wir jetzt zuallererst hier hinten, wo wir schon die ersten Erz- und Eisenerzmine und Kohlemine haben. Nochmal jeweils eine dazu, damit die auch versorgt werden. Deswegen würde ich hier gerne noch eine Eisenerzmine ergänzen. Aber jetzt fliegen hier auch erstmal die Straßen dazu weg, dass ich genug Platz habe. So. Eisenerz, drehen wir ein bisschen ein. Da müssen wir ein bisschen rüber, dass wir die mit der Straße verbinden können. So. Und dann brauchen wir hier noch irgendwo eine Kohlemine. Setzen wir hier so ran. So, dass wir noch genug Platz hätten. Falls das nochmal ergänzen müssen. Oh, sehe ich gerade. Ist nicht schön. Reiß mal die Straße ab. Fixen mal so ein bisschen rum, ne? Fixen, wenn wir. Oh. Da ist auch miteinander verbunden. Gleich machen wir jetzt hier mit den Eisenerz. Aber trotzdem geht ja nur darum, dass es verbunden ist. Dann brauchen wir jetzt zwei Bahnhöfe. Ich würde nämlich lieben gerne die jeweils mit dem eigenen Bahnhof versorgen. Um Bahnhof, Gebäude und Cargo. Was haben wir denn an Cargo-Bahnhöfen? Den haben wir jetzt schon verwendet. Güterbahnhof, Güterumschlagplatz. Ne, nehmen wir einen Güterbahnhof. Der hier schön relativ dicht an die natürlich viergleisig lange große Gleisabteile. Einmal so. Jetzt drehen wir den ein bisschen ein. Müsste eigentlich dann passen, dass wir den miteinander verbinden. Mal gucken, ob ich da jetzt nicht den Mund zu voll genommen habe. Aber nein, das sieht gut aus. Hier schütte ich einfach nur auf. Jetzt schließen wir das einfach hier mit an. Zack. Zack. Und schon haben wir hier einen schönen Güterbahnhof. Beziehungsweise zwei. Aber es fällt, glaube ich, nicht so doll auf, dass das zwei hier sind. So. Jetzt schieben wir diese vier Gleise hier raus. Dazu müssen wir wieder die alten Straßen abreißen hier. Aber ich möchte die Folge versuchen, schon mal die erste Güterbahn auf den Weg zu schicken. Also, wir brauchen Gleise, die hier unter durchgehen. So knapp wie möglich am besten. Quasi so. Da sage ich auch, viergleisig ist okay.
Jawohl, das passt. Gott sei Dank. Müssen wir mit der äußeren Gleisanbindung anfangen. Die hätte ich gerne einmal hier rüber. Und dann parallel hierzu. Jawohl. Oh, das sieht gut aus. So will ich das haben. Machen wir schon mal den Anschluss nach da. Was wir mit den vier Gleisen machen, müssen wir dann sehen, ob wir da auch Personenzüge dann lang schieben und lang schicken. Jetzt sehen wir erstmal zu, dass wir das hier alles miteinander verbunden kriegen. Aber ich weiß noch nicht, was ich nachher alles so noch Stück für Stück vorhabe. Ach, hier müssen wir ein kleines Stück abreißen, damit es besser passt. So. Auch nicht möglich, warum nicht? So. Und jetzt kommt das Schwierige, wir müssen nämlich hier über die Gleise rüber. Oder wäre ich hier besser unter den Gleisen lang? Da hätten wir nicht darüber gemusst. Probiere ich mal. Noch können wir ja ein bisschen rumexperimentieren, nicht wahr? Jetzt hier vier Gleise. Eins. Nee, da oben nicht ran, das ist mir zu. Mal so. Rückenpfeiler-Kollision. Ein zweites Gleis hätte ich da schon gerne durch. Drei Gleise müssen da doch durchgehen. Gut. Wäre nicht schlimm, die könnten wir dann vielleicht hier mit durchziehen. Die dann hinterher wieder zusammenfügen. Sieht zwar dann nicht mehr ganz so schick aus, aber einmal so. Einmal so. Einmal so. So. Und jetzt fangen wir mit dir an. Ach, Moment. War ich da ein bisschen voreilig, weil der sollte ja hier rüber. Da müssten die jetzt, damit es schön aussieht, bergauf gehen. Ja, das wäre ja eine Option. Die quasi hier einmal rüberziehen, nach da. Ja, ich reiß jetzt nochmal ab, weil mir das mit der Erhöhung an der Straße nicht gefallen hat. Einmal so. Hat sich tatsächlich nicht vermeiden zu lassen. Nicht am Gelände. So. Jetzt können wir mit dem Gleis hier ein bisschen näher ran. Ich sag mal bis hier hin. Gehen wir die Gleise mal bis hier. Weil sie mich hier auch noch zusammenführen. Können Sie jetzt hier oben rüber gucken, ob wir die so hoch drücken können, und eine Brücke rüber kriegen. Nee, anders, dann machen wir es andersrum. Wenn es so rum nicht passt, nehmen wir die Höhe an. Das an. Gucken, ob wir in der Mitte
Nee. Wenn wir jetzt direkt eine Brücke bauen. Muss schon tatsächlich nur eine Nummer groß sein. So. Und wir gucken, dass es ungefähr passig ist. So. Was für eine Brücke nehmen wir hier? So eine, wie ich mal genannt habe, Knatterbrücke. Hier müssen wir natürlich hier, damit es passt, ein klein bisschen weiter hinten abreißen. So, ja, das passt noch. Und jetzt schließen wir sie da an. Ach, guck mal, wie schön das aussieht. So, jetzt haben wir die vier Gleise darüber geworfen. Und jetzt haben wir ja den Platz und können sie hiermit anschließen. Soll eine Brücke werden. Sieht das nachher kacke aus, wenn das nicht eine Brücke ist. So. Ganz schöner Schienenkoloss hier, den ich hier hingezimmert habe. Aber was tut man nicht alles? So. So. Hören wir sie alles Stück für Stück. Da ran. Hier machen wir mal einen Moment Pause. Ich hätte gerne hier eine richtige Brücke. Das sieht nämlich schön genug aus. So, das ist eine Landstraße. Könnte sogar die mittlere sein hier. Ein weiter zurück, weil er da schon angefangen hat. Einmal hier runter. Mal. So. Das hier runter. Machen wir jetzt erstmal eine richtig schöne Brücke hin. Mit auch vernünftigen. Was ist denn das für eine? Eine Steigung. Nee, nee, nee. Das machen wir ein bisschen an. Ja, fast.
von der Brücken hinbekommen. Nee, das passt nicht. Müssen wir die nehmen. Und nicht meine Lieblingsbrücken. Gehört nicht zu meinen Lieblingsbrücken. Aber egal. Passt jetzt. So. Bauen wir hier hinten den dicken Strang weiter. Wo war? Da war. Ein paar Meter machen hier. Also bin ich jetzt schon fast wieder. Jetzt kommt das Schwierigste, nämlich die sechs müssen ja zweimal insgesamt überwerfen, einmal hier hoch, dann hier wieder runter, damit wir auf die schöne Brücke drauf kommen. Aber es ist kein Problem, glaube ich. Sprach's und hatte noch keine Idee. Einmal hier rüber. Mit ein bisschen anheben. Nein. Warum nicht? Will er da keine Brücke rüber? Müssen wir es in zwei Etappen machen? Stimmt, das ist vom Gelände her nicht ganz so gut hier. Will immer unten da andocken. Das ist ihm zu hoch. Mit anderen Worten müssten wir tiefer. Gute Idee. Ich glaube, ich weiß, was ich mache. Jetzt erstmal die hier rüber. So. Irgendwie erstmal eine vernünftige. Vernünftige Brücke. Muss es sein. Weil da geht es um die Abstände der Säulen, also der Stützpfeiler. So. Hier anschließen. Mal hier die Brücke auch mit rüber kriegen. Mal hier das Terrain ein bisschen angleichen.
hier mit der Schiene besser rumkommen. So. Gleich hier auch ein bisschen weiter rum. Okay, das will so nicht. Da müssen wir beißen. Müssen wir jede Brücke für sich selbst. Nee, ich kam hier hinten hin. War das. Wollte doch. Und jetzt gucken wir, ob wir den Rest hier auch noch rankriegen. Wieder eine Kollision. Ne, dann müssen wir es auch wieder einzeln machen. So, hier habe ich mir eine Konstruktion zugemutet. Mann, Mann, Mann. Und auch hier wieder. Alles gut. Voll. Du warst das. Da haben wir sie doch eigentlich fast geschafft. Trotz der wegen dem einen hier noch rum. Ich wollte es zwar so nicht, aber ich kann es jetzt leider nicht mehr. Ich habe, glaube ich, keine andere Option wie jetzt so. Autobahn.
Autobahn wieder komplett. Sieht nicht schön aus. Der sieht. Gleichmäßigere Steigung, jawohl. Aber die Gleise drüben, Gott sei Dank. So, schmiegen wir das erstmal wieder an. Obwohl, nein. Machen wir es mit dem Rest fertig hier. Müssen jetzt erstmal wieder richtig Terrain verarbeiten oder bearbeiten. Sonst passt das. So, weil wir müssen von hier nach darüber dann. Fangen wir mit der Schiene hier an. Hier mit dem Tunnel drunter. Ja, man müsste dann gleich, wenn er hier kommt. Jetzt sehe ich das hier, so ein Monsterhöhenunterschied. Ne? Ja, das sieht jetzt gar nicht so übel aus. Ist halt nur, wenn wir jetzt so rankommen. Ne, machen wir anders. Wir bauen erst. Aber ich reiß sofort hier wieder ab. Wäre jetzt ein Einzelschienenstück. Wenn es jetzt hier nach oben geht. Irgendwie eine Brücke hinzukriegen. Machen wir es mal hier. Gehen nach hier rüber. Nehmen wir halt nur sechs. Sechs andere Gleise. Damit rüber müssen. Ja, also ich fürchte, ich werde heute den ersten Zug noch nicht fahren lassen können. Sind ja noch nicht mal in der Nähe. Dass wir von der Brücke hier drüber kommen. Hier noch ab. Wir ziehen jetzt die Gleise höher, dass wir auf jeden Fall da hinten noch rüberkommen. Wenn das reicht. Muss die Brücke denn sein, dass er da rüber kommt? Dann sehen wir so rüber. Nein. Oh, kommt so rüber. In der Höhe muss es sein. Okay. Müssen wir nur noch gucken, dass wir sie
auch in ungefähr den Maßen haben. Hier rüber. Eine Brücke nehmen wir hier. Vielleicht. Ja, die nehmen wir. Gucken wir mal, ob wir da rankommen. Das passt. Müssen wir nach unten. Müssen hier. So. Kriegen wir die Gleise hier auch locker. Das sind natürlich auch monströse Ausmaße, die das jetzt hier annimmt. Aber was will man machen? So, jetzt brauchen wir nur noch gerne ein Gleis von hier kommt. Hier schneidet, aber müssten wir mal gucken, ob das mit 6 Gleisen funktioniert. Zwei. Da waren es 4, die wir hier hochziehen. Nee, es waren 6. Das Problem ist jetzt, müssen wir so, so, so. Nee, das müssen wir in der nächsten Folge machen. Das wird zu lang gehen. So bleibt mir nur, mich von euch zu verabschieden. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bye, bye.